Also wir sind jetzt bei Iveco sozusagen und schauen uns jetzt ein kleines, also in Anführungszeichen, kleines, kompaktes Fahrzeug an. Wir haben uns den Ralf geschnappt und du erklärst uns erstmal was zu dem Fahrzeug und danach schauen wir uns zusammen mit dem Frank an. Frank steht da drüben, der Herr mit dem Hut. Schauen wir uns doch den Aufbau an. Also Ralf, was kannst du uns zu dem Fahrzeug erzählen? Ja, hallo zusammen. Also bei dem Fahrzeug hier handelt es sich um Iveco Werksallrad 4x4, permanenter Allradantrieb, Verteilergetriebe mit Untersetzung, drei Differentialsperren, Verteilergetriebe, Hinterachse, Vorderachse. Ne? Radstand bei diesem Fahrzeug sind 3780 mm. Das ist im Prinzip jetzt das Basisfahrgestell bis, wir sagen von der Empfehlung her, Kabinenlänge 4 Meter. Um hier einfach ein kompaktes Allrad-Wohnmobil hier darzustellen. Ne? Motorisierung ist der bewährte Iveco 3-Liter-Motor mit 180 PS. Bei dem Fahrzeug haben wir drin ein Wandler-Automatikgetriebe von ZF mit 8 Gängen. Ne? Dieses Getriebe kann ich im Offroad-Bereich auch manuell fahren, also von der Schaltweise her manuell. Und hat sich eigentlich jetzt in der Kombi sehr gut bewährt. Von der Ausstattung her gehen wir eigentlich immer den Weg, dass wir soweit alles drin haben. Klimaautomatik, Standheizung ist möglich. Ne? Wir haben bei den neuen Modellen auch die Komfort- und Luxussitze drin. Also hier hat sich einiges getan. Wir haben dann noch, was man hier bei dem anderen Fahrzeug sieht, vorne noch die Möglichkeit eines optionalen Rammschutzes. Ne? Auch hier gegeben mit der Möglichkeit, die Seilwinde hier vorne mit zu integrieren. Darüber hinaus haben wir dann über die Firma Trag Spezial noch Zubehörmöglichkeiten, wo wir jetzt das Thema Reifen aufgreifen. Wir haben hier beginnend bei dem 265er, wie man hier sieht, in Verbindung mit anderen Felgen, die Möglichkeit, die Spurbreite hier zu vergrößern, was bei dem Fahrzeug sich positiv auf die Fahrstabilität auswirkt. Darüber hinaus gehen wir dann hier bei den Fahrzeugen hoch bis zum 305er Reifen. MT, das ist dann praktisch unser größter, das kann man da vorne am Fahrzeug sehen, was dann die Maximalausführung wäre, was zurzeit bei den Fahrzeugen machbar ist. Was hat das jetzt für eine Watttiefe, so wie es da steht? Die Watttiefe hier beim 265er ändert sich noch nicht. Wir haben hier ungefähr 700 mm circa bei dem Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug vorne gehen wir circa in Summe dann um 50 mm höher mit der 305er Bereifung. Okay. Reifen selber 30 mm plus die Arbeiten, die wir machen, setzen hier das Fahrzeug entsprechend höher. Vom Fahrerhaus her, na, kann man einiges sagen. Dahingehend, auf das, was ich ergänzend zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wie gesagt, Komfortsitze, sie sind sehr gut ausgestattet. Na. Vom Werkslieferumfang her haben wir da gewisse Grenzen, das heißt, da gibt es nicht allzu viel. Wir haben aber noch Möglichkeiten dann über optionale Dachträger, Lampen in jedweder Form. Also die Spielwiese hinterher ist noch sehr groß. Wie schaut es eigentlich preislich aus, ohne jetzt den Aufbau? Also man muss jetzt mal sehen, mit den neuen Fahrgestellen, das was da auf uns zukommt, werden die Fahrzeuge irgendwo bei netto 80.000 Euro beginnen. Ne? Realistisch mit ein bisschen Ausstattung im Fahrzeug werden wir irgendwo bei so netto 85.000 bis 90.000 Euro irgendwo landen dann. Ne? Also das wird so die Range sein im Hinblick auf Radstand und Ausstattung. Alles klar. Dann sage ich danke, Ralf. Jetzt haben wir uns zusammen mit Frank die Kabine. Wunderbar, so machen wir es. Danke. Ich bin der Frank Oetschner, Geschäftsführer der Firma Fis Lightline. Wir sind da in der Nähe von Sigmaringen in Süddeutschland, da haben wir unseren Firmenständer. Und die Firma Fis Lightline ist ein relativ neues Unternehmen, haben wir vor 3 Jahren gegründet, wo jetzt hier Aufbauten für Iveco Daily in der Gewichtsklasse 5 bis 7 Tonnen macht. Da die Firma Fis Mobilia, wie vielleicht bekannt, die 10 Tonnen aufwärts. Und darum haben wir jetzt hier neue Firma für die kleineren Fahrzeuge. Und jetzt zeige ich euch mal die 4-Meter-Kabine, die wir jetzt hier auf Basis vom Iveco Daily gebaut haben. Gerne, ja. Sollen wir uns das erstmal außenrum anschauen ein wenig? Wir können uns die Kabine mal von außenrum anschauen. Jawohl. Machen wir gerade die Tür nochmal so.
So, wir haben hier vom Maß her eine 4-Meter-Kabine. Die hat jetzt da vorne oben eine Anschrägung, ebenso wie hinten unten eine Böschungsanschrägung, dass das, ich sag mal, von dem Böschungswinkel her einfach ein stimmiges Konzept ergibt. Ja. Mhm. Oben kein so scharfes Eck, zwecks dem geringeren Luftwiderstand. Derzeit ist noch kein Dachgepäckträger drauf. Es gibt natürlich hier auch noch Aluminiumträgersysteme. Ja, und jetzt haben wir hier die 4-Meter-Kabine. Klassisch Eingangstüre, Staufachklappen, Fenster. Mhm. Die Kabine selber hat einen Boden und Dach aus 60 mm GFK-Sandwich-Material. Die Wände hier ist bei 40 mm Sandwich-Material. Hier haben wir jetzt noch Türen- und Klappensysteme der Firma Hühnerkopf im Einsatz. Zukünftig können wir dann in der Lightline aber auch die Wände wie im großen Fahrzeugbau bei den großen LKW ebenfalls in 60 mm ausführen. Das ist derzeit die Entwicklung, das werden wir dann nächstes Jahr präsentieren. Hier in der 4-Meter-Kabine haben wir, ich sage mal, einen relativ klassischen Grundriss gewählt. Wir haben im vorderen Bereich Stauräume und die Nasszelle. Hier haben wir jetzt Duschtasse und Platz für die Toilette. Es kann hier der Kunde selber auswählen, welche Art der Toilette. Deshalb ist hier noch keine eingebaut. Es gibt heutzutage so viele verschiedene Komposttoiletten, Trenntoiletten oder auch eben die klassische Kassettentoilette. Das möchten wir hier noch gar nicht vorgeben. Da bauen wir dann auf Kundenwunsch natürlich das ein, was der Kunde haben möchte. Mhm. Ja, das ist hier vorne eben der Nassbereich, dann auch mit dem Durchgang zum Fahrerhaus. Jawohl. Ich mache gerade mal kurz auf. Das ist dann der große Durchstieg ins Fahrerhaus. Der ist ja Pflicht, oder? War das so? Pflicht, wenn hier im hinteren Bereich Passagiere mitreisen. Mhm. Also wenn wir hier eingetragene Sitzplätze während der Fahrt realisieren, muss ein geprüfter Gurtbock hier drin sein und dann ist der Durchgang Pflicht. Ja. Oder eine entsprechende Sprachverbindung, die aber nicht als Funkgerät sein darf, laut Gesetzgeber. Mhm. Aber im Normalfall die meisten Reisenden wollen den aus Sicherheitsgründen, wenn man mal schnell wegfahren muss, dass man nicht extra außen ums Auto muss. Ja. Und so haben wir da jetzt ein sehr gutes Konzept für den Durchgang entwickelt, hier für die Dailies. Und hier jetzt im klassischen Grundriss eben vorne viele große Stauräume überall. Jetzt drehe ich mich einmal kurz um, dass wir die einmal auch zeigen. Das sind neue Riegel- und Kompressionsverschlüsse, die wir hier jetzt im Einsatz haben. Ja, ich zeige dir jetzt einmal hier. Der klassische Pushlock. Mhm. Man kann hier, wenn man dreht, er verriegelt und zieht jetzt noch in die Kompression. Mhm. Also die Tür, die rappelt nicht, die ist pistenfest verschlossen. Ja, dann haben wir im mittleren Bereich des Fahrzeugs haben wir die klassische Dinette für bis zu 4 Personen. Ja. Die Tischplatte ist in dem Fall noch ablegbar. Man könnte hier jetzt noch einen weiteren Schlafplatz realisieren. Und bei der 4-Meter-Kabine haben wir hier jetzt eben erstmal ein Einzelbett. Mhm. Und das können wir jetzt sehr einfach umlegen, der Polster, können wir das ausziehen. Die Tischplatte können wir noch ein Stück nach vorne schieben. Bett ausziehen, jetzt könnte man die Matratze her und jetzt haben wir 1,40 Meter mal 2 Meter Doppelbett. Und weiterhin Sitzplatz und Tisch vollwertig erhalten. Also es kann abends, wenn umgebaut wird, einer schon ins Bett und der andere kann immer noch hier am Tisch sitzen. Muss nicht zwingend alles umgebaut werden. Ja. Durch das, dass die Tischplatte hier verschiebbar ist, kann man eben den Tisch und Sitz vollwertiger halten. Ja, und auf der anderen Seite haben wir den großen Küchenbereich. Großer Kühlschrank, in diesem Fall hier jetzt ein 130 Liter Kühlschrank. Mhm.
Und ja, Schubfächer alle mit Kompressionsriegelverschlüssen in Massivholzausführung, unten liegende Führungsschienen, natürlich Softeinzug, korrekter Verriegel. Jawohl. Die Stauräume oben gehen natürlich ebenso mit reibungsgedämpften Verschlüssen, dass da einfach alles ja, smooth und einfach funktioniert. Und so haben wir jetzt, ich sag mal, ein sehr kompaktes Reisemobil, im Normalfall für zwei Personen mit diesem ausziehbaren Bettbereich. Haben wir unter der Sitzbank auch noch was versteckt? Derzeit, das Fahrzeug ist derzeit noch im Aufbau. Wir haben jetzt die Elektrik noch nicht vollendet. Im Normalfall ist in der einen Sitzbank die Batterie, Wechselrichter, Solarregler, die Elektrik und in der anderen Sitzbank die Wasseraufbereitung und Heizung. Mhm. Hier gibt es auch verschiedene Lösungen, die wir einbauen können. Wir haben entweder Heizung und Wasserbereitung mit Boiler, wo ja immer Warmwasser dann vorgehalten wird, oder wir setzen jetzt auch ganz neue Gasdurchlauferhitzer ein und produzieren das Warmwasser, wenn es auch benötigt wird. Mhm. Und müssen jetzt kein Warmwasser speichern und warm halten, ja, sondern nur dann geht der Durchlauferhitzer an, wenn ich wirklich duschen möchte oder hier in der Küche Warmwasser benötige. Und das ist ein sehr effizientes System. Mhm. Ist noch gar nicht so lange auf dem Markt, eben mit Fahrzeugzulassung. Und wir sind da bisher sehr zufrieden mit den neuen Systemen, die wir jetzt hier einsetzen können, wo wir positiv liegen, auch das Fahrzeug hier mit der 4-Meter-Kabine. Zwar jetzt in der Technik noch nicht ganz voll ausgestattet, aber mit komplett Möbelbau, mit allem, liegen wir jetzt hier bei 4,3 Tonnen Fahrzeuggewicht. Ja. Das heißt, wenn wir fertig werden, wird das Fahrzeug wahrscheinlich hochrechnungsmäßig so bei 4,5 bis 4,6 Tonnen ausgehen. Mhm. Als Basis haben wir ein 7 Tonnen Chassis, das heißt, man hat sehr große Reserven, was dann eben für eine Langlebigkeit birgt. Wenn ich ein Fahrzeug an der Kapazitätsgrenze bewege, ist es natürlich weit schlimmer belastet durch beispielsweise Pistenfahrt. Die Fahrwerkslagerteile schlagen schneller aus, wie wenn ich ein Fahrzeug nur bei 70-75% seiner Kapazität bewege. Und deshalb empfehle mir immer beispielsweise ein 7-Tonnen-Chassis mit entsprechendem Wohnaufbau. Und dann kommen wir bei einem Fahrzeuggewicht von noch unter 5 Tonnen, haben noch 2 Tonnen Reserve und das birgt dann für die Langlebigkeit. Aber man kann auch viel zuladen, ne? Auf das Wunsch, ist, wir können natürlich auch 2 Tonnen zuladen. Ja. Ja. Aber haben wir noch Stauräume, die man da noch nutzen könnte? Weil eine Heckgarage oder? Unter dem Bett haben wir natürlich hier jetzt noch einen Zugang zum Heckstauraum, wo man von innen in den Heckstauraum kann. Ja. Den kann man natürlich von rechts und links über Außenstaufachklappen natürlich ebenso beladen. Ja, und so Stauraum in der Küche über viele Schubfächer, Stauraum, Schrankmodul, wo wir hier im unteren Bereich 3 Schubfächer haben. Oder eben im oberen Bereich auch nochmal Schrank, sehr tief hier. Ja. Und dieser Schrankteil ist dann vom Badezimmer aus im hinteren Bereich beispielsweise ebenfalls noch nutzbar, wenn jetzt hier die Toilette wäre, die der Kunde sich auswählen kann. Dann haben wir hier beispielsweise noch für Schmutzwäsche im Korb oder auch hier dann noch im Bad Stauräume. Also dieses Schrankmodul ist jetzt von mehreren Seiten zu bedienen. Wir sind der Meinung, wir haben ja auf dem kleinen Raum mit der 4-Meter-Kabine ganz gutes Raumkonzept gefunden. Genug Platz in Dusche, WC, eine relativ große Küche für diese kleine Fahrzeuggröße. Wir haben den Kompromiss mit der ausziehbaren Bettlösung.
die uns eben dann aber ein Doppelbett mit 1,40 Meter mal 2 Meter garantiert ausgezogen. Und wir haben weiterhin den vollwertigen Tisch und Sitzplatz, wenn das Bett ausgezogen ist. Wir finden, es ist eine sehr kompakte Lösung geworden. Ja, und das ist jetzt quasi unsere Nummer 2. Wir haben auf den längeren Radstand des Iveco Dailies haben wir eine Wohnkabine mit 4,60 Meter. Hier sind wir jetzt eben beim mittleren Radstand mit der 4 Meter Kabine beim kompakten Reisefahrzeug. Ich sag's mal so, für unsere Verhältnisse ist es ein sehr kompaktes Fahrzeug. Ja. Wir kommen ja von der Firma Füss Mobile aus dem Fahrzeugbau, wo wir seit über 40 Jahren eher die großen, über 10 Tonnen schweren Fahrzeuge gebaut haben. Und deshalb ist jetzt, ich sag mal, so ein für uns hier ein kleines Fahrzeug auf Daily-Basis in der Gewichtsklasse 5 bis 7 Tonnen. Für uns ist es halt ein kleines Fahrzeug. Ja, ja. Andere okay. mögen, die jetzt aus der Geländewagen-Szene kommen, wer natürlich vom Land Rover kommt, für den ist das hier natürlich ein großes, geräumiges Fahrzeug. Man muss ja immer die Betrachtungsweise sehen. Ja, natürlich, natürlich. Welche Stehhöhe hat man hier eigentlich? Wir haben hier 2 Meter lichtes Innenmaß in der Wohnkabine. Die Kabine hat außen 2,20 Meter. Mhm. Das Fahrgestell, also von der Spiegel außen, bietet Iveco mit Spiegelbreite für Aufbauten 2,20 Meter oder 2,35 Meter. Wir haben uns hier für die schmalere Version entschieden, damit es eben auch für schmalere Wege einfacher zu bedienen, einfacher zu fahren ist. Ja, klar. Mit zu breiten Fahrzeugen auf diesem schmalen oder zu breitem Aufbau auf dem schmalen Chassis vom Iveco Daily würde das auch vielleicht optisch nicht so gut aussehen. Gewisse technische Einschränkungen, die Wankbewegungen würden zunehmen. Ja. Aber wir haben hier, denke ich mal, eine ganz gute Lösung gefunden. Schaut gut aus auf jeden Fall, ja. Wie schaut es denn eigentlich preislich aus für die kleine Kabine? Nur für den Aufbau beginnen wir ganz grob so bei etwa 130.000 bis 140.000 Euro. Zuzüglich des Iveco Daily Basisfahrzeugs. Von 80.000, 85.000 netto, oder? Ne? Netto ja. liegt Iveco da bei etwa 85, das heißt brutto ganz grob 100. Wir können hier in unserer Basisausführung bei etwa Komplettfahrzeugpreis roundabout 240.000, 250.000 Euro beginnen. Mhm. Dann kommt es eben auf die Kundenwünsche drauf an. Möchte er eine größere Batterie, möchte er Lithium, möchte er das ein oder andere Heizsystem. Es gibt ja hier doch noch einiges an Auswahl, wo der Kunde dann sich selber das Fahrzeug noch entsprechend konfigurieren kann und sich selber mit Ideen einbringen kann. Genauso halten wir uns bewusst etwas schlicht in der Raum- und Möbelgestaltung, da auch hier unserer Erfahrung nach die Kunden sie das Fahrzeug ja irgendwann selber wohnlich gestalten mit Kissen, mit Bildern an den Wänden und so weiter. Ich sag mal, wenn ein Kunde das Standard-Gewürzregal möchte, dann darf er das gern ankreuzen, dann gibt's das bei uns auch. Ja. Aber wir müssen dem Kunden ja, ich sag mal, noch ein bisschen Gestaltungsspielraum geben. So zumindest möchten wir das angehen. Wir bieten sicher eine ordentliche Basis und für den wohnlichen Charakter darf der Kunde dann selber noch ein bisschen beitragen. Darf man sich das ja auch so ein bisschen konfigurieren oder ist? Das Basismaterial ist immer dasselbe, schon, ja. aber okay. die Oberflächen, die kann der Kunde sich auswählen. Also ja, okay. Ein relativ neutrales Korpusmaterial in einem leichten, dezenten Grau oder Möbeloberfläche in Holzoptik, ob das ins rötliche Kirschholz, ob das so wie hier Wildeiche oder wie sich das Dekor hier nennt, ob das rot, gelb, schwarz, weiß, ja. das sind Kundenwünsche. Ich möchte keinem Kunden jetzt sagen, das muss genau so Nein. sein, sondern der Kunde, die Korpusse von der Abmaße, die technischen Abmaße, die geben wir vor. Die optische Erscheinung, wenn der Kunde sagt, ich möchte das aber in einer anderen Oberfläche,
Da haben wir hunderte von Oberflächenmuster, wo der Kunde sich natürlich die Farbe selber ins Spiel bringen kann. Genauso Polsterstoffe, da haben wir von bis eine große Auswahl über unseren Raumausstatter. Und was habt ihr für eine Vorlaufzeit aktuell? Aktuell sind wir etwa 9 bis 10 Monate im Voraus ausgebucht. Wobei wir das Hauptproblem haben, dass die Chassis über Iveco sehr zögerlich geliefert werden. Mhm. Wir können, da wir an den Prototypen die Maße abgenommen haben, wir haben uns eine Helling erstellt, wo wir unsere Dreipunktlagerung ohne Chassis vorfertigen können. Mhm. Wir können die Kabinen vorfertigen und wenn ein Fahrzeug dann zur Verfügung steht, können wir auch relativ schnell beides zusammenfügen. Wir müssen also nicht zwanghaft mit dem Kabinenbau warten, bis das Fahrzeug zur Verfügung steht. Okay. Wir können jetzt für die Dailies auf unseren speziell angefertigten Vorrichtungen eben die Lagerung vorfertigen. Wir können Kabinen produzieren und somit die Modelle, die wir anbieten, relativ kurzfristig dann zur Verfügung stellen. Wobei relativ kurzfristig letztendlich sicher, ich sag mal, im Moment beim Vorlauf, den wir eben von 9 bis 10 Monate haben, bis wir jetzt Stand heute beginnen können, können wir Kabine bauen, sind wir sicher letztendlich bei 1,5 Jahre. Okay. Alles klar. Im Moment. Ja, Frank, vielen Dank für die nette Führung. Gerne. Und ansonsten wünsche ich noch eine erfolgreiche, gute Messe. Vielen Dank. Und einen schönen Tag noch. Ciao. Ja, danke. Ciao.